Hallo zusammen, heute geht es um meine Versuchsanlage an Solarzellen. Die liegt hier oben auf dem Dach und die bringt jetzt bei Vollsonne nur 150 Watt anstelle von 200. Ja, wir sehen hier, also das ist keine Ausrichtung, die liegen einfach flach oben drauf. Und ihr seht auch, die sind richtig dreckig. Und eben, die bringen jetzt noch knapp 150 Watt. Und jetzt geht die große Reinigung los. Ich habe hier Wasser, ein bisschen Spülmittel. Und jetzt werden diese gereinigt. Die Zellen sind jetzt hier gereinigt, von der Vogelscheiße befreit. Ja, die Leistung ist jetzt circa um 20, 30 Watt gestiegen. Wir haben noch ein bisschen Zierenwolken, aber... das ist das Ergebnis von der Reinigung. Hier haben wir dann unseren Regler. Der geht hier auf die Batterie und auf der Batterie messe ich die Temperatur. Ich habe hier auch eine Temperatursonde, die misst jetzt hier den Regler und eine zweite, die misst dazwischen, was unser MPPT-Regler hier, wie warm das der wird. Wir sehen hier im Hintergrund unsere Solarkühlschränke und dieser MPPT-Regler, den ich vorher gezeigt habe, der hat hier zwei Vago-Klemmen zum Anschließen und eine Sicherung dazwischen, das ist jetzt ein 30 Ampere und zwei 8-Ringe, dass wir die direkt auf die Batterie anschließen können. Der Regler ist ausgelegt für zweimal Maximum 130 Watt Panel, also 260 Watt Solarnennleistung. Wir brauchen ihn meistens für zweimal 100 Watt in Serie. Durch das haben wir natürlich eine doppelt so hohe Spannung bis zu 42, 43 Volt. Und so eine optimale Ausnutzung der Solarpanel auch bei schlechtem Wetter, bei schlechtem Sonnenstand, haben wir länger eine sehr gute Leistung. Ich mache euch hier einen Link zu einem Solarkühlschränke hier, der Nachfolger von dem, das ist der 91er, den haben wir noch. Der 93er ist fast gleich, bisschen kleiner, bessere Isolation. Der kommt, der haben wir, lieferfähig. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.